Herzlich willkommen im MBT-Studio mit Themen rund um den europäischen Binnenmarkt für Maschinen. Ihr Vortragender in diesem Video ist Björn Ostermann. Dies ist der vierte Teil der Videoserie zur Einführung in den europäischen Binnenmarkt. Diesmal gucken wir uns die harmonisierten Normen näher an. Was sind harmonisierte Normen? Und warum ist ihre Anwendung für Hersteller so wichtig? Natürlich sind diese Normen auch für den Arbeitsschutz wichtig. Auf diesen gehen wir in Teil 6 der Videoserie ein. Die Definition von harmonisierten Normen finden wir in der Maschinenrichtlinie. Eine harmonisierte Norm ist eine nicht verbindliche technische Spezifikation, die von einer europäischen Normorganisation aufgrund eines Auftrags der Kommission nach festgelegten Verfahren angenommen wurde. Also als erster wichtiger Punkt, harmonisierte Normen sind nicht verbindlich. Warum dann halten sich so viele Hersteller an diese harmonisierten Normen? Was ist der wesentliche Vorteil? Nun, auch der Vorteil ist definiert in der Maschinenrichtlinie. Hier steht weiter: Ist eine Maschine nach einer harmonisierten Norm hergestellt worden, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, so wird davon ausgegangen, dass sie den von dieser harmonisierten Norm erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entspricht. Die Maschinenrichtlinie sagt somit als zweiter wichtiger Punkt aus: Wenn Sie eine Norm anwenden, geht die Behörde erstmal davon aus, dass Sie die von der Norm erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllt haben. Dies ist die Konformitätsvermutung. Sie ist deswegen so vorteilhaft für den Hersteller, weil sie in der Praxis eine Beweislastumkehr zugunsten des Herstellers darstellt. Das heißt, die Marktaufsichtsbehörde kann jetzt nicht mehr sagen, du Hersteller musst mir beweisen, dass die Lösung sicher ist, sondern die Marktaufsichtsbehörde muss jetzt beweisen, dass die Maschine unsicher ist und damit gleichzeitig, dass die in der Norm dargelegte Lösung falsch ist. Der Hersteller ist damit in einer deutlich besseren Position. Er trägt damit die Norm vor sich her wie ein Schutzschild. Natürlich kann dieses Schutzschild von der Behörde angegriffen werden. Auch eine harmonisierte Norm kann im Einzelfall Fehler enthalten. Und dann versagt das Schutzschild. In solchen Fällen muss der Hersteller dann reagieren. Solche Fälle sind aber die Ausnahme. Lassen Sie uns noch einmal auf das Wort erfasst zurückkommen. Die Maschinenrichtlinie sagt Ihnen hier, dass eine Norm nicht immer alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie erfasst. Ein Beispiel hierfür ist die Forderung der Maschinenrichtlinie zu Materialien, die für den Bau der Maschine eingesetzt werden. In der Regel behandeln C-Normen nicht das Thema schädliche Materialien. Wenn Sie also hören, diese Maschine ist nach einer C-Norm hergestellt worden, damit erfüllen wir alle Anforderungen der Maschinenrichtlinie, ist dies in der Regel falsch. In der Praxis müssen Sie sich deshalb immer einen Blumenstrauß aus Normen zusammensuchen, wenn Sie eine möglichst umfassende Konformitätsvermutung für Ihre Maschine erlangen wollen. Wie das konkret geht,
erläutern wir ihn auf unserer Webseite maschinenrichtlinie.de im Bereich Risikobeurteilung und hier speziell mit der RAN-Methode von Siegbert Muck. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung unten unter dem Video. Obwohl die harmonisierten Normen nicht verbindlich sind, stellen sie gleichzeitig einen Mindeststandard für die Sicherheit von Maschinen und Anlagen dar. Die Maschinenrichtlinie verlangt im Anhang 1, dass wir die Sicherheit unserer Maschinen immer am Stand der Technik ausrichten. Und eine harmonisierte Norm stellt dabei mindestens die Basis für diesen geforderten Stand der Technik dar. In der Praxis wird der Stand der Technik deshalb nie geringer sein als der in einer harmonisierten Norm beschriebene technische Stand. Wenn Sie sich die lange Entwicklungszeit und Laufzeit einer Norm angucken, erkennen Sie aber sicherlich, dass der aktuelle Stand der Technik über eine Norm hinausgehen kann. Der Stand der Technik entwickelt sich fortwährend weiter, während die Norm nach ihrer Veröffentlichung bis zu ihrer Überarbeitung stillsteht. Wie erkennen wir eigentlich, ob und welche Normen harmonisiert sind? Auch das sagt uns die Maschinenrichtlinie. Die Maschinenrichtlinie legt fest, dass die Kommission regelmäßig die harmonisierten Normen im EU-Amtsblatt veröffentlichen muss. Sie finden also im Netz regelmäßig Mitteilungen der Kommission, in denen die Kommission Ihnen sagt, diese Normen sind aktuell harmonisiert, aber auch diese Normen sind jetzt nicht mehr harmonisiert. Denn nur weil eine Norm einmal Konformitätsvermutung ausgelöst hat, heißt das nicht, dass sie das in Zukunft immer tun wird. In diesen Mitteilungen werden deshalb nicht nur Normen hinzugefügt, es werden auch alte, nicht mehr aktuelle Normen wieder zurückgezogen. Teilweise, weil sie überarbeitet wurden und durch die neuere Fassung ersetzt werden, teilweise aber auch, weil man festgestellt hat, dass die in der Norm beschriebenen Lösungen doch nicht so gut waren, wie man am Anfang gedacht hat. Solche Normen können auch rückwirkend ihr Schutzschild verlieren. Sie müssen sich also immer, wenn Sie eine Maschine auf den Markt bringen, informieren, welche Normen sind aktuell harmonisiert, was ist der Stand der Technik, passt das zusammen und welche technischen Anforderungen müssen wir einhalten, damit wir die Maschine verkaufen dürfen. In der Normenlandschaft finden Sie drei verschiedene Gruppen von Normen, die A-Norm, die B-Norm und die C-Norm. A-Normen sind Sicherheitsgrundnormen. Aktuell gibt es dort im Maschinenbereich nur die EN ISO 12100. Diese Norm sagt Ihnen, wie eine Risikobeurteilung für Maschinen durchzuführen ist. Mit diesem Verfahren überprüfen Sie, ob Ihre Maschine am Ende nach dem Stand der Technik sicher ist. Daneben finden Sie die Gruppe der B-Norm. B-Norm behandeln zum einen als B1-Norm bestimmte Sicherheitsaspekte, zum Beispiel, wie baue ich eine sichere Steuerung? Welche Sicherheitsabstände muss ich bei Zäunen einhalten? Ab welcher Temperatur einer Oberfläche wird ein Mensch bei Berührung geschädigt? Welche Lärmbelästigung ist für Bedienpersonen schädlich? Und die B2-Norm behandeln Schutzeinrichtungen. Zum Beispiel, wie baue und prüfe ich eine Zweihandschaltung, eine Lichtschranke, einen Schutzzaun? Wenn Sie also beabsichtigen, einen Schutzzaun aus einzelnen Elementen selbst zu bauen,
finden Sie hier die konkreten Anforderungen, zum Beispiel an die Festigkeit des Zauns. Und last but not least, die C-Norm. C-Norm sind maschinenspezifische Sicherheitsnormen. Sie finden also für Pumpen, für Förderbänder, für verschiedenste Werkzeugmaschinentypen und für vieles mehr eine ganz spezielle C-Norm, die sich nur mit diesem Produkt beschäftigt. Und das ist das, was die meisten Hersteller kennen und womit sie hauptsächlich arbeiten. Der Hersteller kann dann seinem Kunden und auch der Behörde sagen, meine Maschine ist genau nach der C-Norm für diesen Maschinentyp hergestellt worden. Aber Sie haben jetzt gelernt, dass C-Normen selten vollständig sind. Und dass man auch die B-Norm beachten muss, um alle Punkte abzudecken. Und natürlich die A-Norm für das Verfahren der Risikobeurteilung. Denn die entfällt nicht, nur weil der Hersteller harmonisierte Normen angewendet hat. In der Regel nennt Ihnen die C-Norm direkt in Ihrem Anwendungsbereich Teile, die Sie nicht behandelt. Die EN 619 für Förderbänder sagt Ihnen zum Beispiel in Ihrem Anwendungsbereich, dass sie das Thema Lärm nicht behandelt. Die EN 809 für Pumpen trifft die gleiche Aussage, allerdings erst weiter hinten in ihrem Kapitel zu Sicherheitsanforderungen und Maßnahmen. Um diesen Punkt abzudecken, existieren aktuell mehr als 20 harmonisierte B-Normen, die sich mit dem Thema Lärm und Akustik beschäftigen. Und wenn Sie genau wissen wollen, welche das sind, gucken Sie sich die MUG-Liste an, in der Siegberg MUG die B-Norm den Gefährdungen nach Maschinenrichtlinie zugeordnet hat. Oder lassen Sie sich diese Norm im kostenfreien MBT Risk Assessment Tool bei den entsprechenden Gefährdungen direkt anzeigen. Den Link zur Liste und zum MBT-Rad finden Sie im Kommentar unter dem Video. So viel als kurze Einführung in die Welt der harmonisierten Normen. Ganz intensiv gehen wir auf das Thema Norm in unserem Workshop zur Risikobeurteilung ein. Die Normenreihe EN ISO 13849 erläutern wir Ihnen in den Seminaren zu Systema und Softthema und die Norm 60204-1 und die Normen mit verwandtem Inhalt im Seminar Elektrische Sicherheit. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Um direkt informiert zu werden, wenn wir ein neues Video hochladen, abonnieren Sie unseren Kanal. Natürlich weisen wir Sie auch in unseren MBT-Informationen regelmäßig auf neue Videos hin. Um das nächste Video der Reihe zu sehen, klicken Sie einfach hier unten auf das nächste Video oder dort oben auf die Playlist mit allen Videos der Reihe. Bis dahin.